Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute wollen wir uns nochmal mit IPsec beschäftigen. Und zwar ganz speziell möchte ich euch da einen Überblick geben, vor allem mal. Denn das Ganze ist nicht ganz so leicht zu verstehen, wie man vielleicht meinen möchte. Es ist nicht einfach so wie TLS, eine Verbindung aufbauen und so weiter und so fort. Sondern normalerweise ist IPsec nicht von Ende bis zum Ende verschlüsselt. Ihr müsst euch das immer so vorstellen, IP-Pakete müssen ja auch irgendwie durchs Internet kommen. Und da haben wir das Problem, normalerweise ändert sich ja auch bei dem IP-Paket verschiedenstes. Zum Beispiel habe ich, also ich, wenn ich jetzt als Mensch hier irgendwas an meinem Rechner tue und ein Paket auf die Webseite youtube.com losschicke, dann schicke ich das nicht direkt an YouTube, sondern ich sage, ich schicke das Paket erstmal an meinen Router. Der Router sagt, ich schicke das Paket an meinen ISP, also Internet Service Provider. Der wiederum sagt, ich schicke das über verschiedenste Umwege zu YouTube. Und das heißt, die IP-Adresse ist zwar da, aber wird durch sogenannte NATs, haben wir in der Netzwerktechnik-Serie schon besprochen, wird die geändert. Und das ist teilweise wirklich schwierig für IPsec, da irgendwas zu machen. Und deswegen ist die Kommunikation normalerweise nicht von wirklich Ende zu Ende verschlüsselt, sondern es gibt so einen Tunnel sozusagen zwischen zwei IPsec-Endgeräten. Und die habe ich jetzt hier mal als Server eingezeichnet. Und dann haben wir eben hier noch diese zwei Clients, die erstmal unverschlüsselt auf diesen Server verbinden. Und dann wird der Traffic von dem Server hier zu diesem Server hier drüben verschlüsselt, übertragen und hier dann wieder ungeschlüsselt an den Client weitergeleitet. Das heißt, es ist nicht unbedingt Ende zu Ende verschlüsselt und das Ganze ist natürlich auch nicht ganz so einfach, denn man möchte für IPsec auch keine Zertifikate haben. Deswegen brauchen wir irgendeinen Mechanismus, damit wir Schlüssel austauschen können. Das Ding nennt sich Internet Key Exchange, IKE kurz genannt. Das passiert auf einem völlig anderen Kanal eigentlich, wie diese Datenübertragung hier. So. Dann noch ein bisschen was anderes. Ich muss natürlich auch rausfinden, wie ich jetzt einzelne Pakete behandeln soll. Das Ganze soll ja möglichst flexibel sein. Und deswegen dachte man sich, okay, ich benutze jetzt eine sogenannte SPD und eine SAD, eine Security Policy Database und eine Security Association Database. Also SPD und SAD werden genutzt, um eben zu entscheiden, wie Pakete weitergeleitet werden sollen. Ich mache jetzt mal ein ganz kurzes Beispiel für ein Paket. Verfolgt dabei am besten meine Maus. So, das Paket wird hier ungesichert an diesen Router übertragen. Der möchte IPsec oder kann IPsec. Er muss es nicht tun, er kann das tun. So, was dann passiert ist, der schaut in der SPD nach, in der Security Policy Database, was für eine Policy für dieses Paket da ist. In der SPD, da werden wir das nächste Mal noch drauf kommen, stehen verschiedenste Einträge drin. Wie die genau gemacht sind, werden wir uns noch angucken, nächstes Mal dann wie versprochen. Und je nachdem wird das Paket entweder verworfen oder es wird über normalen IP-Traffic völlig unverschlüsselt weitergeleitet an diesen einen anderen IPsec-Router oder eben an das andere Ziel. Oder es wird verschlüsselt und geschützt. Und dann muss die SAD noch einbezogen werden, die dann wirklich Verbindungsinformationen speichert. Das heißt, in der SPD steht drin, was mit jedem Paket passieren soll. Deswegen P für Paket, nein, eigentlich für die Policy. Und in der SAD stehen die Assoziationen zu den einzelnen Verbindungen her. Das heißt, dieser IPsec-Router zu diesem IPsec-Router hier hat eine eigene Verbindung. Aber zu einem dritten Router oder zu einem vierten, fünften, sechsten haben wir jeweils einen eigenen Eintrag in dieser Datenbank. Das heißt, für jede Verbindung wird hier eine eigene, im Endeffekt ein eigener Eintrag angelegt. Und der wird dann benutzt für aufgebaute Verbindungen, um diese Pakete hier rüber über diesen sicheren Kanal zu leiten zu diesem IPsec-Router. Dann empfängt der Client dieses Paket, nachdem es hier von diesem IPsec-Router ausgepackt wurde, empfängt dieser Client auf der rechten Seite das Paket und der antwortet dann natürlich drauf. Und der macht es eigentlich hier drüben relativ gleich, aber ich möchte jetzt hier auf die eingehenden Pakete eingehen. Das heißt, der Client schickt über IPsec hier rüber auf diesen IPsec-Router ein Paket, was am Ende zu diesem Client soll. Das heißt, er bekommt hier ein IPsec-Paket, schaut in der Security Association Database nach, ob das Ganze, also wenn es ein IPsec-Paket ist, dann schaut er in der SAD nach.
Und je nachdem, was wir dort dann finden, also ob wir da eine Association haben oder nicht, wenn wir eine haben, dann wird es hier, je nachdem, wie die Policy das Ganze eben sagt, weitergeleitet. Wenn wir kein Match haben in der SAD, dann wird das Paket komplett verworfen. Wenn es aber verarbeitet wurde, dann wird es an die höheren Schichten weitergegeben. Das heißt an die vierte Schicht, also UDP, TCP oder sowas. Und wenn das Ganze als IP-Paket hier ankommt, dann wird in der SPD nachgeguckt und das Paket wird entweder verworfen oder weitergeleitet. Das ist mal so ganz grob der Sinn dahinter. Das ist jetzt sehr, sehr komplex gerade gewesen, das gebe ich absolut zu. Aber das ist so der Standardvorgang, was hier gemacht wird. Für IPsec stellt euch da am allerbesten mal einen VPN vor. Wenn man sich in einen VPN einwählt, oder normalerweise wird jeder Traffic zu einem VPN so dargestellt. Das heißt, ihr loggt euch bei dem VPN ein. Das ist sozusagen dieser Internet Key Exchange hier. Und danach habt ihr eine Assoziation zu eurem VPN hier drin. Und jedes Paket, was hier irgendwie von euch zu dem VPN-Server geht, wird über diesen sicheren Kanal geleitet. Und dann wird das Ganze eben ungesichert, also zumindest nicht mehr über IPsec gesichert, an die Zielwebseite übertragen. Und genau das macht dann eben euer VPN für euch. Der entpackt die Pakete dann wieder und schickt sie in eurem Namen sozusagen weiter. Ja, und so funktioniert das im Endeffekt. Ist ziemlich cool. Und ja, kann natürlich auch sehr, sehr mächtig sein. Man kann aber auch leider sehr falsch konfigurieren hier in der SPD und in der SAD. In der SAD wird eigentlich alles automatisch gemacht, aber in der SPD muss man komplett selber konfigurieren und das alles eintragen. Das ist nicht ganz so easy. Und deswegen werde ich euch im nächsten Video vor allem diese beiden Datenbanken hier zeigen, was da gerade so passiert. Und ja, im Endeffekt wird es das dann auch schon für nächstes Video sein. Wir wollen uns dann aber auch noch den Internet Key Exchange angucken. Wir wollen uns auch noch angucken, was eben diese beiden AH und ESP sind die beiden Protokolle, die auch benutzt werden. Das heißt, wie diese Pakete verarbeitet werden, das wollen wir uns alles noch angucken. Aber ich dachte, ich gebe euch erstmal so eine Übersicht, damit ihr den ganzen Kram einordnen könnt. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt soweit verstanden. Ansonsten schaut einfach das Video nochmal. Ich glaube, man kann es verstehen, aber es ist nicht ganz einfach, gebe ich zu. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.